Willkommen zurück bei Let's Play Pokémon Rubin. Im letzten Part haben wir unseren ersten Orden geholt und unser zweites Team-Pokémon gefangen, einen Linkada. Ja, hier sehen wir den Trainerpass. Und mein Ziel ist es, in diesem Part Linkada auf Level 15 zu trainieren. Und zwar müssen wir jetzt in die Höhle gehen, wo wir die ganzen Flumme begegnet sind. Ja, geh weg! Geh weg, aus dem Weg! Warte, warte doch bitte! Du kannst nicht einfach meine Bahn stehlen! Natürlich kann er. Er hat es gerade eben gemacht. Es ist ein Zeichen, dass es kann. Wäre er behindert oder so, würde er es nicht können. Oh, du bist das. Du bist doch dieser großartige Trainer, der mir in Blütenburgwald geholfen hat. Nee, ich bin ein anderer. Hilf mir! Das Team Magma hat mich ausgeraubt. Ich muss die Dämonenbahn zurückbekommen. Wenn ich sie nicht bekomme, dann habe ich ein riesiges Problem. Welches denn? Verkloppt dich dann deine Mutter oder was? Also gut, der ist in Metaflur-Tunnel. Ist er geflohen? Und in den Metaflur-Tunnel werden wir jetzt auch gehen. Wollen wir wieder einen epischen Linkada-Kampf hinlegen, wie im letzten Part? Hm, warum nicht? Kratzer! 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 Tschüss! So, jetzt können wir auch da hoch, weil wir jetzt den Arenaleiter besiegt haben. Oder die Arenaleiterin. Zuerst brauchen wir ein Pokémon, das Zerschneider kann. Ich werde es Knilz beibringen. Ich hoffe, Knilz kann Zerschneider. Nein, Knilz kann kein Zerschneider. Schade eigentlich. Dann bringen wir es in den Kader, weil wir können es ja vergessen später, irgendwann mal. Ich verlerne. Wie stark ist ein Zerschneider? 50, aber dafür ungenau. Härtner brauchen wir vielleicht noch, Blutsauger. Step drauf. Ich glaube, ich vergesse Kratzer. Den Kader lernt Zerschneider. Okay, zerschneiden wir mal diesen Busch. Ah, so, hier sind noch ein paar Trainer, aber ich möchte zuerst die Bären holen, weil die eingehen können. Wir lernen alle möglichen Sachen in der Trainerschule. Ich will einiges jetzt mal ausprobieren. Und wieder keine Animation. Also ich habe immer noch nicht danach gesucht, nach irgendwas, was das fixen könnte. Vielleicht mache ich es nach dem Part, wenn ich mich daran erinnern werde. So, Blutsauger ist sehr effektiv. Käfer gegen Psycho. Aus dem Hype bekommen wir ein paar KP. So. Heule. Ich könnte auch es so machen, dass ich zuerst 6 Mal Härten einsetze, weil Taster wird eh nicht angreifen. Und dann könnten wir das nächste Pokémon, was dann kommen können. Und das, was dann kommt, leicht ausschalten. Ja, ich glaube, das werde ich so machen. Also Härten, das mache ich jetzt 6 Mal. Und was macht er? Oh, er greift doch an. Scheiße! Scheiße! Verwirrt! Na, ich riskiere es mit Blutsauger immer noch. Scheiße! Ich dachte, Trassler kann mit der WC noch keinen. Konfusion! Jetzt nicht selbst verletzen! Nicht selbst verletzen! Oh. Das wäre eine Katastrophe jetzt. Dann müssen wir wieder ins Pokémon-Zentrum zurückklatschen. Weil ich möchte in den Kader ja trainieren. Okay, Beutel, Beutel, Beutel. Trank. So. Er greift weiter mit Konfusion. Ich setze mal einen neuen Trank ein und hoffe, dass mal keine Konfusion kommt. Ey. Ich wechsle. Ich wechsle. Ich habe jetzt keinen Nerv mehr dafür. Und zwar Jungblut. Komm her. Damit was wollen wir denn angreifen? Ja, ja, sehr effektiv. Ich weiß, Psycho gegen Kampf. Aber es macht nichts. Ah, jetzt kommt die Bäre im Einsatz. Okay, Schnabel. Auch wenn Jungu da keinen Schnabel hat, aber egal. Ach, das war der einzige. Da hätten wir gar keinen Härtner einsetzen müssen. Toll. Naja, macht nichts. Mach doch was, jetzt haben wir ein paar Tränke verschwendet. Ach egal.
die verdränge ich stimmt auch nicht. Die müssen wir auch eh irgendwie loswerden. Jetzt heißt es Bären einsammeln, bevor sie eingehen. So, hier. Äther. Damit können wir die Abwehr eines Pokémons wiederherstellen. Maronenbären heilt den Schlaf. Ja, wieder noch zwei Maronenbären. Jetzt haben wir vier plus noch ein paar andere, die wir vorhin noch eingesammelt haben. Was Sanana-Bären. Und hier die letzten Sanana-Bären. Okay, jetzt möchte ich Jungblut noch eine weitere Berge geben. Zum Tragen. Was hasse ich denn am meisten für eine Stabswendung? Ich hasse Paralyse. Also geben wir Jungblut mal was gegen Paralyse. Okay. Dann setze ich die Turbo-Trainer mal ein. Oh, hier ist noch eine Trainerin. Stimmt ja, hätte ich fast übersehen. Ich lerne in der Schule. Und auf dem Heimweg lerne ich auch. Streberin. Okay, Knilz, ja. Jetzt haben wir zwei. Ne, wir haben sogar drei Möglichkeiten. Die erste ist Blutsauger. Die zweite ist Schnabel von Jungblut. Und die dritte ist Feuer. Ne, Feuertage von Jungblut. Stachelspore. Nerv-Attacke. Sandwirbel. So, jetzt trifft dein Stachelspore nicht mehr so. Sogar Absauber trifft jetzt nicht mehr so. So, jetzt sinkt deine Verteidigung mal so heftig. Das mache ich jetzt 6 Mal, bis die Genauigkeit von Knilz auf minus 6 ist. Und dann ist die Chance sehr gering, dass es getroffen wird. Ja, ihr seht, Absorber bringt nichts. Geht daneben. Wie viel Mal haben wir jetzt Sandwirbel eingesetzt? Er will seine Energie wieder haben. Tja, die kann er aber nicht mehr wieder haben. Die hauen. Ich rede mal wieder Bullshit. Die rauben mir aber ihn dann wieder. Okay, soll ich Härtner einsetzen? Ach, was ist Härtner? Wobei Knilz greift ihn mit Spezial an. Okay, ich nehme es zurück. Er greift auch mit Tackle an. Ich glaube, das müsste jetzt reichen. Jetzt greifen wir an. Wir müssen aufpassen, Knilz hat die Fähigkeit Sporen wird. Das heißt, es können uns jederzeit paralysieren, einschläfern oder vergiften. So, Blutsauger. Hey, mit deinen KP. Tja, Stachelspore ist eh schon so ungenau. Und jetzt haben wir die Genauigkeit von Knilz schon auf minus 6 gesunken. Das heißt, die Sporenattacken, die werden wohl gar nicht mehr treffen. Spornwirt, ich hab's gewusst, dass es irgendwann mal kommen wird. Naja, jetzt sind wir immerhin immun gegen die ganzen anderen Hudattacken wie Stachelspore. Schlafen ganz bis später. Ninkada. Wach auf, ich mein's ernst. Aufstehen, hallo, na los. Jetzt. Ich hätte schauen sollen, ob wir noch einen Aufwecker parat hätten. Naja. Müssen wir ja auch irgendwie loswerden, weil später werden wir noch Hyperheiler und so ein Zeug haben. So, was kommt jetzt? Flummel. Ja, ich mach's wieder mit derselben Taktik Sandwirbel und Blutsauger. Pfund. Dieses Pfund zieht ja gar nichts ab. Autsch! Don't hurt me! No more! Was kann den Kader eigentlich für TMs? Ich habe keine Ahnung. Zerschneide ist eine VM. Schaufler könnte es vielleicht. Aber Schaufler finden wir erst sehr später. Sehr viel später. Bis dahin haben wir schon unser zweites Team-Pokémon, glaube ich. Naja, aber ich will jetzt nicht so viel vorhersagen. Sonst, wird das Let's Play ja langweilig, ne? Ich will euch ja ein bisschen neugierig machen, was für Pokémon ich im
ins Team haben werde, okay? Die Verteidigung, die Genauigkeit kann ich. Übertreib's halt. Trank hier. Also ich setze die Tränke total oft jetzt ein, die müssen ja loswerden, weil später werden wir nur noch Hypertränke einsetzen. Da bringen die Tränke, die normalen Tränke, gar nichts mehr. So, und jetzt greife ich an. Spielt den Kader eigentlich auf Angriff oder auf Spezialangriff? Oder ist Blutsauger eine Spezialangriffsattacke? Ich habe keine Ahnung. Blutsauger müsste spezial, glaube ich, sein. Nee, physisch. Keine Ahnung. Kann alles sein. Aufruhr. Es ist wütend, weil ich ihn KP geklaut habe. Blutsauger. Was? Flummel macht einen Aufruhr. Ja, stimmt. Jetzt kannst du ja nur noch Aufruhr einsetzen, weil es ja Aufruhr jetzt vorhin eingesetzt hat. Bitte der Nachteil an Aufruhr. Das kann man, wenn man es einmal einsetzt, muss man es so oft einsetzen, bis es sich wieder beruhigt. Und gleich haben wir es. Und den Kader kriegt auch jede Menge Erfahrungspunkte. Das hat jetzt, glaube ich, den Kader ganz alleine erledigt, diese Trainerin. Nicht schlecht, nicht schlecht. Naja gut, wir mussten das zwei bis dreimal heilen, glaube ich. Naja. Ich bin geschockt, aber ich habe verloren. So, okay. Die Trainer hätten wir jetzt alle in dieser Route erledigt. Jetzt wird es Zeit, diesen Team Magma Heini aufzuhalten. Hey, was bist du für einer? Was mache ich nur? Heiko und ich waren auf einem Spaziergang. Und da kam so ein Schlägertyp. Der Schock hat mir mein Liebling Peko geklaut. Oh, Peko. Ja gut, dann holen wir uns das Pokémon wieder. Und da ist er ja mit seinem Wingull. Wingull heißt's. Aus der TV-Serie weiß ich das noch. Er wurde es Wingull genannt. So, ich kämpfe einfach mal gegen Flormel. Dann hat den Kader Level 10. Ah, Volltreffer. Und jetzt zerschneiden wir ihn nochmal. Zack. Jetzt beruhige dich doch. Schon erledigt. Ach, wisst ihr was? Verrecke und gib mir endlich Level 10. Lernst du eine neue Attacke mit Level 10 in Kader? Nee, schade. Was? Du willst gegen uns antreten? Na dann hol dir eine Tracht Prügel. Man sollte sich alle Kiel holen. Das als Geisel genommene Pokémon hat sich als völlig wertlos erwiesen. Und dafür habe ich nun einen Fluchtweg in diesen Tunnel nach nirgendwo gegraben. Hey du, forderst du mich etwa heraus? Ja. Endlich mal eine Animation. Team Magma Rüpel. Er hat inzwischen seinen Fifian auf Level 10 trainiert. Ich hätte mir den Kader noch heilen sollen vor dem Kampf, naja. Ich werde meinen Linka mit derselben Taktik killen, wie wir das Schulmädchen gekillt haben. Okay, er setzt Sandwirbel ein. Jetzt sind unsere Attacken ungenauer. Dann mache ich dasselbe bei ihm. Na ja, gut, ich kann immer wieder wechseln. Er hingegen kann sein Pokémon nicht wechseln. Ich mache die Musik. Okay, ich singe jetzt mal nicht besser. Du hast kein AP mehr. Verdammt. Gibt's doch nicht. Okay, habe ich irgendeinen Äther? Ja. Okay, Äther auf Sandwirbel. Und damit Sandwirbel. Ach, verdammt, geht daneben. Jetzt wechsle ich den Kader mal ein. Ach, was soll's. Ich habe ja Zeit. Ach nee, komm, wisst ihr was? Ich wechsle. Dann kriegt zwar dein Kader nicht mehr die volle Erfahrungspunkteanzahl, aber naja. Jetzt habe ich zwar den Äther verschwendet, aber was soll's eigentlich? Die Äther, die werden ja eh nicht so oft eingesetzt. Sandwirbel. Oh Mensch. So.
und nicht so schwach gegen Kampfattacken. Mach's gut. Ich wollte eigentlich mit Blutzauber das killen, aber naja. Wegen dem Sandwirbel kann ich das halt nicht mehr. Ah, und so läuft eine vielversprechende kriminelle Karriere in eine Sackgasse. Das ist einfach nicht fair. Der Boss hat doch gesagt, der Job sei ein wahres Kinderspiel. Alles, was ich zu tun hatte, war ein Paket von Devon zu stehlen. Wenn du so dringend wieder haben willst, dann nimm's halt. Devon Waren erhalten! Ich bin so froh, dass du unversehrt wieder bei mir bist. Pecco verdankt dir ihr Leben. Man nennt mich Mr. Bragg. Und du bist? Ah, du bist also Kevin. Ich danke dir vom ganzen Herzen. Wenn du irgendein Problem hast, zögere nicht, mich um Hilfe zu bitten. Ich wohne in einem kleinen Haus am Meer in der Nähe des Blütenburgwaldes. Komm, Pecco, wir sollten uns auf den Heimweg machen. Verlassen wir auch diesen Ort hier. Nerv nicht, Flummel. Sollen den Kalle ich wieder in den Boden treten? Bitteschön, wenn du es so haben willst. Erfülle ich dir diesen Wunsch gerne. Mann, wir lassen uns so viel Zeit irgendwie. Naja, dieses Let's Play. Wir haben ja Zeit, ne? Ich lasse mir hier viel Zeit in diesem Let's Play. Okay, jetzt greife ich an und zwar mit Blutsauger. Scheiße, dass den Kater keinen Schwertanz kann. Dann könnten wir es mit Blutsauger vielleicht kombinieren. Oder Ränkeschmied. Ja gut, Ränkeschmied gibt es in dieser Generation leider nicht. Chill doch mal. Wobei, wir haben Firmel vorhin mit Zerschneider gekillt. Dann mache ich es einfach nochmal mit Zerschneider anstatt Blutsauger. Zieht doch mir ab. Ist aber leider ungenauer dafür. Oh, momentan trifft der Zerschneider immer. Okay. Nichts wäre raus hier an die frische Luft. Jetzt. Zickzacks. Ninkada! Keine Lust zu kämpfen. Was, du lässt mich nicht fliehen? Bist du lebensmüde? Ich will nicht kämpfen. Verstehst du? Ich lass dich nicht fliehen. Ich will noch weiter mit meiner Route rumspielen. nichts will weg. Lass mich fliehen. Perverse Sau. Lass mich fliehen. Danke. So, jetzt aber. Jetzt keine Pokémon mehr. Jetzt einen Schutz einzudringen, werden einzusetzen, wäre eine Verschwendung. Okay. Oh, und? Wie sieht's aus? Die Devon-Wagen? Oh, du hast es geschafft. Du hast die Truppe bekommen. Du bist wirklich ein großer Trainer. Ich weiß, ich werde dir zum Dank einen weiteren Superball schenken. Superball erhalten. Toll. Bitte entschuldige. Würdest du mir bitte folgen? Dies ist die zweite Etage der Depot Corporation. Hier befindet sich das Büro des Präsidenten. Nun ja, ich kann dir gar nichts sagen, wie dankbar ich für deine Taten bin. Das Paket, das du zurückgebracht hast. Darf ich dich bitten, es zur Werft in Graffitport City zu bringen? Es wäre fürchterlich, wenn es den Dieben erneut in die Hände fallen würde. Kann ich auch dieses Mal wieder mit dir rechnen? Da fällt mir ein. Würdest du mich einen Moment entschuldigen? Ich muss mal schnell auf die Toilette. Okay, ich bin fertig. Unser Präsident würde kurz mit dir sprechen. Komm bitte mit mir. Bitte hier entlang. Ich bin Mr. Trump, der Präsident der Devon Corporation. Ich muss dir etwas mit dir besprechen. Du hast unseren Mitarbeitern nicht nur einmal, sondern zweimal aus der Klemme geholfen. Du bist außergewöhnlich. Verdammt, jetzt habe ich das Internet geöffnet. Das wollte ich doch gar nicht. Weg damit. Ah, das war nur ein Ordner. Moment, sag ich so. Ich möchte dich gerne um einen Gefallen bitten. Ich weiß, dass du ein Paket zur Werft in Griffin Park City bringen willst.
Könntest du auf dem Weg nicht auch in Fausterhafen Halt machen und Trag in Fausterhafen einen Brief von mir übergeben? Brief erhalten. Kevin packt. Kevin packt Brief, ja. Nun, du solltest wissen, dass ich ein einflussreicher Präsident bin. Und daher würde ich dich nie um einen Gefallen bitten und eine Gegenleistung zu erbringen. Deshalb möchte ich dir dies hier geben. Pokeneff. Dieses Gerät. Der Gerät. Es ist ein Pokémon-Navigator oder kurz ein Pokeneff. Ein unerbärliches Hilfsmittel für jeden Trainer auf Abenteuerreise. Er enthält eine Karte von Höhen. So kannst du ganz leicht herausfinden, wo die Orte Fausterhafen und Gravelport City liegen. Aber gut, dann machen wir es einfach mal, Pokeneff. Oje, wie lange ist es her, Karte? Okay, Gravelport City ist hier. Liegt neben Wurzelheim. Also östlich von Wurzelheim liegt Gravelport City und hier ist Fausterhafen. Das Blöde ist, um zu hinzukommen, müssen wir übers Wasser. Dafür brauchen wir Surfer, und dann haben wir keinen Surfer. Was machen wir jetzt? Und zwar machen wir es folgendes. Wir gehen zu Mr. Bragg, aber zuerst quatschen wir noch gegen die, mit den ganzen Forschern. Oh wow, das ist ein Pokeneff. Es ist das Resultat der Wissbegierde unseres Präsidenten, der etwas über die Gefühle der Pokémon lernen möchte. Soll ich dir die Funktion im Einzelnen erklären? Ach was, du findest sie schon ganz alleine aus. Ja, danke. Ich entwickle neue Arten von Pokébällen, aber noch nicht. Ich bin noch nicht besonders weit mit der Entwicklung gekommen. Tja, dann mach weiter. Wofür bezahle ich dich eigentlich nicht? Wir wollen ein Gerät entwickeln, mit dem wir mit Pokémon reden können. Aber bisher waren wir nicht sehr erfolgreich. Dann arbeite weiter! Arbeit macht frei! Also arbeite weiter! Ich arbeite an einer Vorrichtung, die die Träume der Pokémon wie sie visualisieren kann. Aber so richtig geht's nicht voran. Okay, die Stimme war total falsch gerade eben. Ich arbeite an einer Vorrichtung, die Pokémon aus Fossilien wieder zum Leben erweckt. Und es klappt. Aha, aha. Ey, renn doch nicht von mir weg. Hi, du da. Du bist hier jederzeit willkommen. Danke. Alright, now we must go to the Blütenburgwald and go to, oh, hier ist Michael. Oh, hi Kevin, wie geht's mit deinem Pokédex voran? Meier sieht schon ganz anständig aus. Ich habe im Blütenburgwald Pokémon gefangen, bis ich keine Pokébälle mehr hatte. Ja, wem interessiert, sagt es Professor Birk, sagt Professor Birk und nicht mir. So, ach verdammt, das ist ja nicht die erste Generation. In der dritten können wir es ja bequem so machen. Zack. Und wir bekommen einen X-Treffer. Hätten wir im Kampf gegen das Pfiffchen gebraucht. Wo uns in den Karl mit Sandwirbel getroffen wurde. Naja. So, jetzt gehen wir allerdings hier lang. Wir können hier auch mit der Schneider durch. Kein Pokémon. Habe ich einen Schutz dabei? Moment. Ja. Oh, hübsch. Das ist der Orden der Arena in Metal City. Moment, muss ich kurz anders hinstellen. So. Du siehst wie ein Trainer aus. Dann musst du dieses Item ausprobieren. Wundersaat erhalten. Ein Wunder. Wundersaat verstärkt Pflanzenattacken. Haben wir eine Pflanzenattacke? Wir könnten uns Knilz geben, aber Knilz setzen wir eh nicht ein. Ich geb's mal Knilz. Mal schauen. Falls wir ein anderes Pflanzen-Pokémon haben werden, dann nehme ich es ihm halt wieder ab. Ein Superball, toll. Na, immerhin besser als ein normaler Pokéball, ne? So, was ist das? X-Angriff, verstärkt einen Angriff. Ja, erhöht den Angriff eines Pokémon im Kampf. Und tschüss, Blütenburgwald. Auf nimmer Wiedersehen. So. Okay, Schutz wirkt nicht mehr. Ach, perfekt. Mr. Bragg's Hütte. Fragen wir mal, ob wir mit dem Boot irgendwie hin deifen können. Warte, Mädchen, immer langsam, Pecco. Du bist Kevin. Du hast mein Liebling Pecco gerettet. Wir verdanken dir sehr viel.
Wie bitte? Du möchtest mit mir segeln? Du musst einen Brief in Fausterhafen oder ein Paket nach Graffleport City abgeben. Da bist du aber gut beschäftigt. Aber deine Bitte ist überhaupt kein Problem für mich. Bei mir bist du richtig. Wir setzen die Segel Richtung Fausterhafen. Ja. Fausterhafen, wir kommen. Anke gelichtet, Pecko mein Liebling, wir setzen ein Segel. Oh Gott, das arme Wingull. Yay! Perfekter Service, wir müssen nicht einmal einen Schritt gehen. Ahoi, wir haben in Fausterhafen Anker geworfen. Ich vermute, du wirst diesen Brief jetzt diesen, wie heißt es denn nochmal gleich, Troll bringen. Ja, werde ich, aber erst im nächsten Part, ne? Schauen wir uns erst noch die Stadt ein bisschen an. Bla bla bla. Auch wenn in deinem Team ein kampfunfähiges Pokémon ist, kann es außerhalb eines Kampfes eine versteckte Maschine, eine Form, anwenden. Am Rande dieses Ortes befindet sich eine steilende Höhle. Dort sollte man seltene Steine finden können. Klingt interessant. Vielleicht finden wir auch ein paar. Fausterhafen ist eine kleine Inselgemeinschaft. Wenn ihr etwas in Mode kommt, will es jeder haben. Ich mag, was hip und aufregend und modern ist. So etwas probiere ich immer aus. Hast du schon mal einmal was von hübsch Wort gehört? Wusste ich es doch. Natürlich hast du schon davon was gehört. Oh meine Güte, hübsch Wort, das ist das coolste überhaupt. Wo immer du herkommst, hübsch Wort ist das aufregendste überhaupt. Ja. Yeah, absolut richtig. Hübsch Wort ist die Definition von innen. Fausterhafenhalle, die Informationsbörse für jedermann. Was ist in? Nun, mit Sicherheit Hübschwort. Ich kann mir ein Leben ohne Hübschwort nicht vorstellen. Ich vertiefe mich gerade in ein hübsches Hübschwort. Gibt es eine enge Verbindung zwischen Hübschwort und Brief? Ja. Oh, da lag ich aber absolut richtig. Ich bin einen Schritt weiter in meinen Bemühungen, hip und aufregend zu sein. Ich bringe meinen Pokémon etwas über Hübschwort bei, aber es klappt nicht so recht. Scheinbar sind sie damit überfordert. Ich verstehe gar nichts, was hier da geht. Jenseits des Meeres, ist dort Hübschwort noch beliebter? Ja. Oh, diese Sache mit Hübschwort. Gibt es da nicht eine Sendung drüber? Moment, ich schau's schnell. Hat dir das bekommen gefallen? Blub, blub, blub. Ich bin nicht besser. Ja, ja. Ich sammle lizenzierte Hübschwort-Artikel. Ich habe die offiziellen Hübschwort-Puppen, die offizielle Hübschwort-Kleidung und die offiziellen Hübschwort-Bilderbücher. Und ich besitze das, besitze ich alles und ich gebe dir nichts ab. Patch. Wo ist meine AK-47? Moment, ach, keine Ahnung. Wie ich vorhin schon sagte, sollen wir uns zusammentun und eine Hübschwort-Party auf der Insel veranstalten? Oh, was für eine gute Idee. Nun stellen wir vor allem mal fest, wer der Beste in Hübschwort ist. Brillant, wirklich. Von heute an dreht sich unser Leben nur noch um Hübschwort, ne? Okay, was passiert denn eigentlich, wenn wir hier jetzt... Moment. Blablabla, jetzt haben wir ja alles schon gesehen. Nein, ich wollte Nein anwählen. Nein. Wie bitte? Es ist nicht hip und aufregend? Ne. Nun, dann verrate mir aber wirklich, was in ist. Ganz einfach. Pokémon, Moment. Ach, scheiße, wo ist die Select-Taste? Select. Ich finde die Select-Taste nicht. Kannst du es mir in den Kommentar schreiben, wo Select liegt? Scheiße, wo ist Select? Ah, Moment, ich schaue schnell. Ich pause immer schnell und schaue nach, wo Select ist. Okay, ich habe Select gefunden. Und zwar machen wir jetzt Pokémon. Und es Pokémon Spiel. So. Was? Pokémon Spiel?
Yeah, das stimmt. Yeah, ich wusste das schon lange. Natürlich weiß ich das. Pokémon-Spiel, richtig? Ja, das ist es. Das ist nicht Pokémon-Spiel. Ist das nicht das Coolste? Das ist die hübschste Sache überhaupt. Und du dachtest, ich wüsste das nicht. Hübsch Wort, das ist doch schon uralt und unmodern. Pokémon-Spiel ist das, was wird vital und zeitgemäß ist. Ja, ist klar. Was ist denn nun mit Sicherheit Pokémon-Spiel? Ich kann mein Leben ohne ein Pokémon-Spiel nicht vorstellen. Ja, ich auch nicht. Ich vertiefe mich gerade in ein hübsches Pokémon-Spiel. Gibt es eine enge Verbindung zwischen Pokémon-Spiel und Blumen? Ja. Oh, da lag ich aber absolut richtig. Ich bin einen Schritt weiter in meinen Bemühungen, hip und aufregend zu sein. Ich bringe mein Leben, mein Pokémon. Mein Leben, wie komme ich auf Leben? Ich bringe meinen Pokémon etwas über Pokémon-Spiel bei. Aber es klappt nicht so richtig. Scheinbar sind sie damit überfordert. Jenseits des Meeres, ist dort Pokémon-Spiel noch beliebter? Ja, in Japan vielleicht. Diese ganze Sache mit Pokémon-Spiel, gibt es da nicht eine Sendung drüber? Stimmt, da gibt es echt eine Sendung dafür. Ich mache mal kurz Pause. Wobei, ich bin hier gleich fertig. Ich lese noch die zwei Dinge vor und dann bin ich dabei. Ich sammle lizenzierte Pokémon-Spielartikel. Ich habe die offiziellen Pokémon-Spiel-Puppen, die offiziellen Pokémon-Spiel-Kleidung und die offiziellen Pokémon-Spiel-Bilderbücher. Okay, da müssen wir nicht ansprechen. Ich möchte den Part beenden, sonst kriege ich wieder Anschluss von meinen Eltern, ne? Also dann bin ich zum nächsten Part, dann betreten wir die Höhle und schauen uns Fausterhafen noch genauer an, inklusive dieses Haus hier. Bis dann, ciao Leute!